Ah, läuft ja schon. Sehr schön. Okay, ein herzlich willkommen zurück. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung, egal ob so eine Aufnahme läuft. So, was wir jetzt gerade machen wollten, was ich jetzt gerade zeigen wollte, ist nicht schon wieder hier anlegen lassen. Du gehst dann bitte hier. Ja, ich mache im Hintergrund gerade hier ein Lappy. Braucht gerade Pflege, solange wieder hier lädt. Kann ich jetzt mal ganz kurz. Und schließen. So, sehr schön. So, und zwar ist das Ganze eine relativ simple Technik. Das hier ist ein sogenanntes Not Gate. Not kommt aus dem Englischen für nicht und sagt, ich mache das Ganze hier mal komplett langsam. Oder ich mach mal kurz. So, folgendes. Dieses Not Gate guckt jetzt, was hier am Eingang drinne ist. Und invertiert das quasi. Das heißt, wenn es hier an ist, man spricht im digitalen Sinne von High Level, also wenn das hier auf 1 ist, dann invertiert er das zu einer 0. Das heißt, hier hinten ist dann eine 0. Diese 0 wird hier hinten weitergeschleift zu unserem Delayer. Dieser Delayer schickt diese 0 nach einer gewissen Verzögerung weiter. Damit ist dann hier auch wieder 0. Und weil hier jetzt 0 ist, invertiert er diese 0 wieder zu einer 1. Diese 1 geht dann hier wieder in den Delay rein. Dieser schickt diese 1 nach kurzer Zeit weiter. Und damit entsteht hier quasi immer ein Wechsel. Wenn hier 0 ist, setzt er das zu 1. Dadurch ist dann hier 1. Er setzt das zur 0. In der nächsten 0. Er setzt das zu einer 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Und genau, das ist quasi diese sogenannte On-Off-Schaltung, die ich halt immer nutze, wenn ich ganz schnell Dings zusammenbauen möchte. Ist das falsch rumgemacht? Warum wird das falsch rum? Geht doch. Und wie gesagt, technisch gesehen würde das hier nicht funktionieren, weil hier hättest du jetzt rein elektronisch gesehen Codeschluss. Ist jetzt natürlich hier bei Mesecon nicht üblich. Sondern hier ist es einfach dauerhaft. Was geschieht hier gerade? Aber eigentlich müsste der jetzt. Ah, genau. Wechselt das halt einfach direkt immer zwischen an und aus. Bei jedem Update des Nodes wird es dann quasi gewechselt. Aber eben weil das logisch gesehen ein nicht gültiger Zustand ist, deswegen springt er hier auch, zumindest bei meinem privaten Test, ist der nach einer Weile immer rausgesprungen. Also hat sich quasi selbst zerstört. Und genau um dieses Zerstören zu umgehen, kommt quasi dieser Delayer rein. Also falsch rum. Weil, er sorgt quasi dafür, dass es immer erst nach einer gewissen Zeit weitergeleitet wird und damit es keinen ungültigen Zustand gibt. Genau. So, jetzt haben wir hier quasi immer ein Signal anliegen und jetzt kommen wir hier, wenn wir hier rauskommen, nein, kommen wir natürlich nicht. So. Jetzt müssten wir eigentlich fertig sein. Das sollte jetzt so funktionieren. Wir werden das gleich mal direkt probieren. Du kommst da. Nein, du kommst da. Du kommst da. Du kommst da. Jetzt müssen wir die ganzen Pipes wieder aufbauen. Siehst du, brauchen wir nämlich nicht diese komischen Fackel, diese komischen Blumen da. Genau, du kommst weg. Du kommst auch weg. Und der Vorteil ist nämlich hier ran, das Ding scheint nämlich auch, dann auch jetzt auch noch zu funktionieren. So, jetzt packen wir hier mal was rein. Und zwar zum Beispiel irgendwas, das hier. So, jetzt müsste das hier direkt, jawoll. Guckt euch das an. Perfekt. Yay, jetzt haben wir da zwei und da zwei. Ja, wie wir das später beheben, machen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal, Hauptsache es hat funktioniert. Geil, Mato. Schön. Perfekt. So, das heißt, das Ding müssen wir jetzt auch noch auf der anderen Seite genauso hinbauen. Da ist jetzt die Frage, warum haben wir jetzt. Hey, jetzt haben wir doch eine Kiste. Ist auch egal. So, das heißt, du kommst nach da. Dahinter kommt dann das Ding. Nein, das war genau falsch rum.
So. Genau. So, ach, hier habe ich noch gar keine Pipes gebaut. Na, lol. So, und hier ist jetzt wieder genau das gleiche. Ich mache das mal genau spiegelverkehrt. Das heißt, hier ist der Repeat, das Not Gate in. Dann mache ich das Not Gate hier auch mal innen. Das ist jetzt natürlich wunderbar. Ja, das geht. Ach, leck mich doch am Arsch. So. Der ist dann. Doch, war richtig. War richtig. So. So. Komme ich jetzt hier auch irgendwie mal wieder raus? Nee, ne? Bräuchte ich hier mal so einen Ausgang, irgendwie so ein. Danke dafür. So. Was? Oh, das war die Haupttrennwand. Lol. So. Genau, hier kommt da noch zu, hier kommt es auch noch zu. Und schon haben wir ein einheitliches Design. Was mit allen anderen Wänden noch übereinstimmt. Und jetzt auf beiden Seiten funktionierende Kanäle. Abgesehen davon, dass ich halt hier jetzt noch die ganzen Pipes aufbauen muss. Haben wir welche dabei? Ob das reicht, werden wir gleich sehen. Ich glaube aber fast nicht, oder? Kommt mir gerade so wenig vor. Die verschwinden so schnell. Und warum tun die das? Obwohl, könnte doch reichen. Wer weiß ich. Achso, hier ist ja schon Ende. Na gut, dann reicht es auf jeden Fall. Dann sollte das kein Problem sein. So, hier haben wir eine Verbindung, da haben wir eine Verbindung, da haben wir eine Verbindung, da haben wir eine Verbindung. Hier haben wir noch keine Verbindung. Kommt aber sofort. Perfekt. Ja, hat doch gereicht. Easy. Sehr schön. So, und jetzt brauchen wir natürlich, damit das Ganze funktioniert jetzt wie folgt. Er schiebt hier immer irgendwelche Items hier in die Pipes und die wandern halt so lange hier in den Rohren umher. Deswegen ist das auch eine ultra ineffiziente Bauart, aber ist halt die preiswerteste Variante. Ne? Kennt man halt auch aus dem echten Leben. Sachen, die super einfach sind und super billig sind. Sind halt meistens die ineffizientesten Sachen. Ist hier aber in dem Moment egal, ob es funktioniert überhaupt. Und das funktioniert jetzt halt wie folgt. Der schickt dir die Items immer raus. Bei solchen Kreuzungen versuchen die Items versuchen, wie man hier gesehen hat, immer geradeaus weiterzugehen. Wenn die nicht geradeaus weitergehen können, so wie hier, dann gehen sie immer random in eine der beiden Richtungen, also nicht random, sondern immer abwechselnd, immer nach links und nach rechts. Das heißt, wenn wir jetzt hier mehrere Items haben, zum Beispiel die Dinger und die Dinger, also hier unsere drei, ne, jetzt hier, dann würde erst das Gelbe hier nach links schicken, hier geradeaus weiter schicken in die Kiste. Heißt also, in der ist dann ab jetzt ein gelbes Ding drin. So, das nächste Rote würde er, also das hier ignorieren wir jetzt einfach mal, sondern die Seite hier, würde er dann hier hinschicken, würde aber merken, okay, das passt da nicht rein, weil da bereits etwas anderes drin ist. In dem Moment würde er das dann entweder hier oder nach da schicken, also quasi nach oben oder nach rechts, auch das wieder immer abwechselnd, und dann würde es halt nach da gehen und halt, ja, immer so weiter und immer so weiter und sich quasi damit den nächsten freien Platz suchen. Damit er sich nicht einfach den nächsten freien Platz sucht, sondern das Ganze ein bisschen geordnet ist, müssen wir die ganzen Kisten also erst mit Items füllen, die quasi einfach nur Pufferware sind. Und da nehmen wir zum Beispiel einfach mal, ich nehme da immer gerne etwas, was schon klein ist, was man nicht unbedingt sofort sieht, was also nicht in dem Moment störend ist, was man aber halt stacken kann. Was ich da zum Beispiel anbieten würde, wären hier diese Stecker. Da können wir mal gucken, wie die hier aussehen. Genau, jetzt haben wir hier überall diese Stecker drinne. So, jetzt ist quasi überall
alles gefüllt und es gibt nur einen freien Platz. Das heißt, wenn jetzt hier ein neues Item reinkommt, würde er so lange hier im gesamten Netz hin und her wandern, bis er irgendwann durch Zufall zu dem Kasten kommt und sieht, okay, hier ist noch nichts drin, hier kann ich also reingehen. Das heißt, immer wenn wir hier neue Items reinmachen, die wir hier noch nicht im System drin haben, signalisieren wir es quasi damit, dass wir irgendwo ein Feld leer machen. Müssen aber aufpassen, weil wenn hier bereits andere Sachen im Netz drin sind, dann würden die in dem Moment schon den Platz für... Das werdet ihr sehen, wenn es soweit ist, mal. Auf jeden Fall jetzt erstmal ist das halt die Strategie dahinter. Das heißt, wir belegen erstmal alle Felder. So. Und damit ist dann quasi unser vollautomatisiertes Einlagerungssystem ja, fertig. Ich brauche noch mehr Stöcker, fällt mir gerade auf. Wie viel brauchen wir noch? Ach, noch 4 Stück. Gut. Ja, ich weiß, wir haben im Lager noch, also bei uns in der Kiste noch ein paar, aber die hole ich jetzt nicht extra. Die 4 Stöcker können wir mal schnell machen hier. So, easy. Und damit ist unser Lager fertig. Also die technische Begebenheit. So, das können wir gleich mal probieren. Indem ich jetzt sage, okay, wir machen mal hier das Ding raus. Und jetzt will ich hier diese roten Kisten ein. Bam. Und jetzt können wir mal gucken, was hier passiert. Da sieht man schon, die können hier nirgendwo rein. Also wandern sie immer umher. Ich weiß gar nicht, wo die Kiste war, wo das Ding jetzt frei ist. Gute Frage. Auf jeden Fall sieht man schon, das wandert jetzt hier immer hin und her, immer umher. Jetzt geht er hier lang. Ah, da war die leere Kiste. Okay, sieht er? Und immer wenn er jetzt zufällig da vorbeikommt, geht er rein. Und ansonsten wird das Ding jetzt hier so lange rum, bis es mal zufällig da reinkommt. Und so funktioniert jetzt das gesamte System. Deswegen ist es ist halt ultra ineffektiv, weil es halt erstmal über die gesamte Fläche hier rumwusert. Aber irgendwann sucht sich halt alles seinen Weg. Und darauf basiert quasi diese Technik. Ultra preiswert, weil man braucht gerade mal einen Pusher und ansonsten nur normale Tubes. Ja, ist aber dafür langsam. Und deswegen halt ideal fürs Let's Play. Yay! Ja, der hier hinten war das auch immer noch rum. Schön. Schön mit anzusehen. Aber wie gesagt, gerade so, ne, ich meine, wir schmeißen hier sowieso immer nur Sachen rein, so nebenbei, ne, machen wir hier so, weiß nicht, das mal rein, das mal rein, das mal rein, das mal rein. Und wenn er denn zum Einsortieren hat, er dann ja Zeit. Ist ja kein Problem. Und irgendwann ist dann das Ding hier alles, also ist dann halt hier alles drin. So halt die Theorie. So, jetzt brauche ich euch aber mal wieder, Dankeschön, weil aus euch möchte ich ja mal das Ding hier fertig bauen. Das Gehäuse des Schuppens. So, und das fängt eigentlich hier direkt. Ja, irgendwie soll ich hier nicht gebaut haben. Ist ja. Unverschämtheit. Müssen wir sowieso jetzt mal überlegen, wie wir das Ding hier überhaupt aufbauen. Also, hier kommen erstmal die Bäume. Ja, gut, da war ja keine mehr. Ja, irgendwie bauen wir den Schuppen überhaupt von außen auf. Also, ich würde halt die Baumstämme hier hochziehen. Vielleicht sogar noch eins höher. Ne, doch, nur bis zu dieser Ebene da, bis da, wo hier das Rote ist, bis zu der Ebene kommen die Bäume hier auch hoch und dann der Querbalken. Also der Querbalken ist ja quasi genau auf der Höhe von dieser, von dem Steingedüngs. Und dann gehen wir mit dem Balken einmal drumrum. Da brauchen wir aber, wie gesagt, erstmal Holz für. Das heißt, wir kommen nicht drumrum, das ganze Holz mal einzusammeln. Ist jetzt mit der Mitarbeiter fertig? Nee, noch schön hier schwirren hier vereinzelt rum. Oh. Einer ist noch. Komm, du schaffst es. Du erreichst auch bald das Licht der Welt. Oh, da ist ja noch einer. Ist das süß. Ja, er hat es geschafft. Woo! Und jetzt noch einer. Komm, du schaffst es auch. Wir glauben an dich. Kämpfe dagegen an.
Du musst nur dran glauben. Oh mein Gott, 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 du schaffst es. Ja, 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 komm, komm. Oh mein Gott, er hat es geschafft. Yay, alles drinne. Easy hat doch gar nicht so lange gedauert. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Von wegen jetzt Ineffizienz. Das geht ja, ist ja quasi, Digga, da ist ja. Da ist ja quasi, ist ja. Ne? Also, das nenne ich mal hier Verarbeitungsgeschwindigkeit. Da fliegt dir die Datenleitung um die Ohren. Okay. Ja. Ich würde das Ding sogar tatsächlich sogar auf langsam schalten. Weil umso schneller der ist, umso voller werden halt hier die Leitungen und umso mehr Lags verursacht das Ganze. Ich glaube tatsächlich, ja, ich schalte Ding mal auf langsam, komm. Ich schalte Ding mal auf langsam. So. Reicht fürs Let's Play hier vollkommen aus. Wie gesagt, mit Meseschaltungen auf dem Server muss man halt immer aufpassen, weil Mese verursacht halt sehr viele Lags. Vor allem, ich glaube, Mese ist hierbei einfach das eigentlich das Einfachste, das Höchste, was am, also das, was jetzt hier gerade am meisten Lags verursacht, sind die ganzen Items, die hier später durch die Rohre flitzen werden. Das wird dann später richtig für Lags sorgen und deswegen möchte ich das Ganze hier mit ein bisschen limitieren, dass nicht zu viel mit einmal durch die ganzen Rohre hier schießt. Ja. Okay. Ja, würde ich mal sagen, das mit dem Hausbau, mit dem Haus drumherum bauen, machen wir dann morgen erst. Und dann werden wir aber morgen auch erstmal ein paar Bäume fällen. Ich glaube, das macht Sinn. Weil jetzt mal anfangen, hier Bäume zu fällen, da sitzen wir ja bis morgen dran. Ja. Also das Gebäude sieht aber auch geil aus. Also ist echt so, genauso schön geworden, wie ich das gekauft hatte. Hier mit diesen schönen rumfliegenden grünen Scheißdingern. Da könnte ich mal im Forum nach einer Mod fragen. Wollte ich eigentlich auch machen, ne? Ha. Ja. Könnte ich einmal tun. Boink. Ach ja. Ich mag das. Ich mag diese Design. Gutchen. Denn, ja, ist für heute Feierabend und ich würde da mal sagen, haben wir fleißig gemacht. Hier haben wir gut hinbekommen. Das Ding funktioniert ja wie am Schnürchen hier. Das ist ja quasi ein Wunderwerk der Technik. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob man das hier überhaupt verstellen kann, wenn man nicht Owner des Bereichs ist. Weil abbauen kann man die Dinger natürlich nicht, klar. Aber die Frage ist halt auch, ob auch die Einstellungen geschützt ist. Oder ob das jeder Spieler jetzt verändern kann hier. Ich meine, gut, technisch gesehen wäre es egal, weil, wie gesagt, hier kommt da später eine Mauer rum. Das heißt, da kommt kein Spieler ran. Außer er backt sich natürlich durch die. Ne? Ja. Aber ansonsten ist das Ding ja geschützt. Und hier kann man jetzt halt richtig schön das Lager. So soll es nicht später aussehen. Überall nur die Kisten. Und hier vorne im Eingangsbereich sind dann halt die Kisten, wo man das ganze Zeug reintut. Ich weiß, wir könnten es natürlich auch so machen, dass wir nur eine Kiste haben. Und dann hier noch so ein Rohr runtergehen lassen, unter dem Boden lang gehen lassen und dann hier oben wieder hochkommen lassen. Das würde auch funktionieren. Allerdings würde das halt dafür sorgen, dass die gesamte Strecke hier noch länger wird und die Items noch länger brauchen, bis sie ihren Weg finden. Und das wäre zwar in dem Moment cool, dass man halt nur eine Kiste hat. Man packt es hier rein und es wird auch automatisch einsortiert, auch wenn die eigentliche Kiste auf der anderen Seite ist. Weil jetzt müssen wir halt drauf aufpassen, dass das, was wir hier reinmachen, auch nur hier einsortiert werden kann. Und das, was wir da reinmachen, auch nur da einsortiert werden kann. Aber so können wir es zumindest sogar räumlich ein bisschen abgrenzen. Also wir können es ja gezielt einsetzen. Oder müssen das sogar gezielt einsetzen. Ne? Aber egal. So viel zu dem Thema. Können wir ja so machen, dass wir bei der einen Seite Geröll und Steine und Erde und so ein Zeug reinmachen. Und hier halt alles andere. Dann haben wir es ein bisschen thematisch getrennt. Mal gucken. Genau, auf jeden Fall für diese Folge jetzt erstmal und damit für heute erstmal Feierabend. Andererseits, die Folge ist halt gerade 20 Minuten. Komm, wir fangen mal doch noch an, ein paar Bäume zu fällen. Das ist ja hier. Oder zumindest das Inventar zu lernen und ein paar Äxte zu craften. Dann können wir nächste Folge dann direkt loslegen mit den Bäume fällen und müssen nicht erstmal noch Werkzeuge machen.
Weil die Folge geht jetzt hier gerade mal 20 Minuten oder sowas. Das ist natürlich nicht das Goldene vom Ei. Warum hängt hier eigentlich so ein bisschen so Blatt? Was ist hier los? Was sieht so scheiße aus hier? Weg mit dir. Du auch, weg. So. Sieht doch kacke aus. Kannst du doch so nicht lassen. Danke. So. Übrigens habe ich hier der PC, der hier war, mir ist aufgefallen. Obwohl, nee, sag ich lieber nicht. Nee, nee. Mir ist ein kleiner Bug aufgefallen, der den Server zum Absturz bringen kann. Es ist nichts Kritisches, weil. Ne, aber muss trotzdem nicht sein, dass jetzt hier jeder Hans Wurscht weiß, wie das geht. Und dann den Server zum Absturz bringt oder andere Server zum Absturz bringt, die auch diese Mod benutzen. Egal. Auf jeden Fall hat die Mod einen schwerwiegenden Bug. So, da kommt mal gar nichts rein. Hier kommt das rein. Achso, doch, hier unten, das kann da rein. Gut, warum eigentlich? Egal. So, hier kommt das und das erstmal rein. Ich brauche erstmal Platz hier. Das kommt da mit rein. Und alles andere kommt denn da rein. Na gut, okay, das ist Schwachsinn. Und unsere Kiste ist voll. Ja, wir brauchen unbedingt ein Lager. Wir brauchen unbedingt ein Lager. Du warst ja genau hier mit drin. Hallo, die Waldfee. Wird die ganz schön voll, ne? Merkt man gar. Okay, wow, ist natürlich jetzt hier. Ich mach mal so rum. Passt systematisch besser. Merkt man gar nicht, ne? Dass es hier ganz schön voll wird. So. Wir brauchen eine Rainbow-Axt. Haben wir jetzt sogar noch. Nice. Haben wir noch eine Axt irgendwo rum? Ja, komm, die können wir auch noch kaputt machen hier. Wir haben sowieso hier hoffentlich Werkzeuge. Warum haben wir zwei Äxte? Warum haben wir drei Äxte? Okay, die werden wir dann in naher Zukunft erstmal kaputt machen. Bevor wir hier weiter unsere Mesa-Axt, unsere Rainbow-Axt hier, ne. So, das klatscht halt ultra das Inventar voll hier oben. Solche Werkzeuge können wir auch bei uns in Backpack packen. Zur Not. Dann haben wir die immer dabei. Und das ist schön. Jo. So, mehr Werkzeuge sind ja aber auch nicht. Oh, wow, noch ein Steinschwert, Alter. Die ganze Inventar ist so. Also hier unsere Kiste ist so voll geklatscht mit Müll und Scheiße und. Was zur Hölle soll das Ganze? Du kommst auch raus, ganz ehrlich, hier weg damit. Zinnklumpen. Brauchen wir Zinn überhaupt für irgendwas? Keine Ahnung, für Technik vielleicht. Bei Technik, wie gesagt, weiß ich noch nicht, was wir da alles brauchen. Von daher will ich hier mal so ein paar Sachen mal ein bisschen auf Vorrat haben. Silber. Nochmal. Ah, nee, Zinn. Und das war Zink. Genau. Zinn und Zink. Das mit diesem Doppelbuchstabenwitz. Hier ein N und dann 2 K. Und hier 2 N und dafür 1 K. Ansonsten genau gleich geschrieben. Ja. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Dann haben wir auch noch alles geschmolzener Art und Weise. Hier haben wir nochmal. Was ist doch hier? So, Zinnbarren kommt dahin. Da haben wir hier noch mehr. Ne, ist ein Stahlbarren. Stahlbarren haben wir hier noch gar nicht. Stahl haben wir hier oben. So, dann haben wir hier Mese massig. Mese kommt mit zu Diamanten. Dann haben wir das natürlich ein bisschen thematisch sortiert. Hier haben wir Mesefragmente, das braucht keine Sau. Das können wir mal einarbeiten hierzu. Achso, müssen wir mal brennen. Einfach mal Rinder. So, sehr schön. Aber hier mal ein bisschen Ordnung drinne. So, dann haben wir hier massig Papier. Hier haben wir nochmal Gold. Haben wir Goldklumpen? Ne, haben wir. Wir haben Gold noch gar nicht hier im Dingsdamm mit drin. Ach ja, wo noch Bronze? Kupfer und Bronze. Gut, dich mache ich mal komplett raus. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen. Du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da. Weil Kupfer alleine werden wir definitiv nie einschmelzen. Also. Kupferbarren, wenn wir nie vorrätig haben. Eigentlich auch keine Zinnbarren, dass wir so viele haben,
ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, weil Zinn und Kupferschmelzwerk ich immer genau so viel ein, dass wir da genau unsere Bronzeanzahl rausbekommen. Aber gut, jetzt haben wir hier eine. Ist ja nicht weiter schlimm. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, Gold. Gold kommt noch nach da. Was bist du eigentlich? Achso, Stahl. Da haben wir ja noch massig Taler rumfliegen, ey. Gott, Alter. Wenn ich im echten Leben auch mal so viel Geld hätte, ne? Das wäre ja. Was? Stahlstäbe ist. Ein Haufen Müll haben wir hier. Achso. Was haben wir das hier? Och nö. Oh, ist immer mal gut hier. Sorry. Aber jetzt hier ein Kupferbarren, das ist ja nur wirklich, ne? Also ist ja. Man kann es noch übertreiben. Okay, dann was haben wir hier noch rumfliegen, was keine Sau braucht? Eigentlich soweit nichts. Man sieht jetzt einigermaßen übersichtlich aus, wenn wir halt noch haufenweise Glasscheiße. Die würde ich gerne auch mal rausbekommen. Ja, hier haben wir zweimal geschmiedetes Eisen und zweimal normales Eisen. Das ist eigentlich auch komplett useless. Oh, hier haben wir nur Futter drin, ne? Wisst ihr was? Ich mach mal so ein Scheiß hier auch noch hier unten mit rein. Das heißt, hier unten kommt nochmal Glas hin. So. Weil die Kiste hier wird immer relativ leer sein. Weil Sachen, die halt nur aus Holz sind, wird es nicht so viel geben. So, ja, was ich jetzt mit dem Bein hier mache, das ist tatsächlich eine gute Frage. Schmiede, eiserne Stange und Stahlbarren. Ich könnte sie natürlich auch einfach hier mit reinklatschen, ja. Mache ich auch einfach mal. So, wisst ihr was? Die Blumen sind ja im weitesten Sinne Blumen. Also kommen die Blumen einmal hier mit rein. Blinky Plant. Süß. So. Und jetzt habe ich gerade gesehen, wir haben hier auch noch Holzwerkzeuge. Also das Ding können wir aufheben, aber was soll denn sagen wir hier mit? Weg damit. So, dann kommst du weg, dann kommst. Ne, schieb dich mal auf, dann kommst du weg. Und das Rest kommt hier oben nochmal mit rein. So, so und so. So, und die Werkzeuge können wir jetzt wunderbar in unser Backpack. Scheiße. Och nö. Was zur Hölle? Ey, was soll das? Ach nee, das ist hier, ja, das ist ja unser Notfalltäschchen. Ja, okay. Siehst du, können wir hier auch die Sachen reinpacken. Ah, siehst du? Tada. Das haben wir da von jedem, ne? So, aber das hier alles, das ist ja alles noch Scheiße, die raus kann. Also die wegsortieren muss. Irgendwann später. Tschüss. So, genau. Achso, Quatsch, nee, genau. Die Äxte, die wollten wir gleich mal mitnehmen. Die brauchen wir denn, ne? Denn für Holz. Aber noch mehr Äxte bauen brauchen wir denn ja eigentlich nicht. Ich repariere höchstens mal unsere Regenbogen-Axt. Die repariere ich mal ganz freundlich. Wo ist denn der Hammer? Haben wir keinen Hammer mehr? Doch, der ist auch schon fast kaputt. So. Sehr schön. Nein, doch. So, damit ist der Hammer fast weg. Dann haben wir quasi eine Axt, die wir verbrauchen können und eine wunderschön stabile Axt. Ja, mehr. Höchstens noch ein bisschen Nahrung für die nächste Folge. Warum war das überhaupt hier oben mit drin? Nahrung kommt doch in die untere Kiste. Ist ja auch egal. Ja, das kann natürlich so bleiben. Okay. Du musst dann noch hier unten ein bisschen. Ach komm, raus mit dir. Noch mehr Saplings drin? Nee, ne? Oh, okay. Sehr schön. Okay. Das heißt, dann haben wir für die nächste Folge schon mal alles vorbereitet. Dann können wir ja quasi in der nächsten Folge
direkt mal Bäume fällen gehen. Ist doch eine geile Sache. Gut. Dann würde ich mal so gehen. Das war's für heute. Sehen wir uns morgen wieder. Schon mit V.